Hi, mein Name ist Cassandra Emilienne. Ich bin jetzt nicht mehr so neu an der neuen Bühne Senftenberg. Das wird jetzt meine zweite Spielzeit, auf die ich mich sehr freue. Ich soll ein bisschen was zum Stück Cabaret erzählen, in dem ich Sally Bowles spielen darf. Ich muss sagen, ich habe das Stück davor schon geliebt und habe es immer noch weiter lieben gelernt, je öfter ich es spielen durfte. Und ich glaube, im Vorstellungsgespräch für die Position hier hat man mich gefragt, ob ich lieber Komödie oder Drama spiele. Und ich habe klar mit Drama geantwortet. Und ich glaube, Cabaret verbindet ein bisschen beides. Die erste Hälfte des Stücks hat sehr viel Heiterkeit, sehr viel Leichtigkeit auch. Und im Laufe des Stücks müssen sich die Figuren immer weiter damit auseinandersetzen, dass der Nationalsozialismus weiter an Kraft und an Macht gewinnt. Und für jede einzelne Person bedeutet das, dass sich das Glück, auf das sie hoffen, leider zum Ende doch nicht, so einlösen kann, wie es erwünscht war. Und genau das Spannende an dem Stück, beziehungsweise auch an meiner Rolle, ist eben, dass sie dadurch so vielschichtig wird, dass sie eine enorme Entwicklung im Laufe des Stückes durchmacht, was natürlich für mich als Darstellerin wahnsinnig toll ist, zu spielen, weil es einfach so wahnsinnig viel hergibt. Und ich freue mich jedes Mal, wieder in diese Figur reinschlüpfen zu dürfen.